Der Pharao hatte beschlossen, den großen Tempel von Abu Simbel, erbaut von Ramses II., zu besuchen. Dadurch erhoffte er sich, die Gunst der Götter zu sichern. Aber Seth, der mächtige Rebell unter den Göttern, schmiedete weiter Angriffspläne gegen Ägypten und gegen den Pharao. Nein! Nein! Papyrus, wach auf! Wir sind gleich da! Ich krieg ihn einfach nicht wach, Teti! Was du nicht sagst, dann pass mal gut auf, was ich jetzt mache. Hast du nicht gewusst, dass unser kleiner Fischer wasserscheu ist im Hutep? Was? Teti? Im Hutep? Wo bin ich? Es sieht ganz so aus, als hätte der Schlaf in der Sonne seinen Geist verwirrt, der arme Junge. Die Reise des Pharaos, der Tempel von Abu Simbel, jetzt fällt's mir wieder ein! Und mein Albtraum! Ich muss sofort zu Ratofa! Du hast recht. Seth und seine Gehilfen bereiten etwas vor. Dein Albtraum ist eine Warnung vor einer großen Gefahr. Aber vor welcher Gefahr, Ratofa? Dies ist unser letzter Halt vor Abu Simbel, Papyrus. Ach, mein armer alter Rücken. Endlich eine kleine Rast auf sicherem Boden. Eine Rast und wieder langweilige Zeremonien. Und was ist mit meinem Albtraum? Vor welcher Gefahr wollte er mich warnen? Das hat dein Traum leider nicht verraten. Aber ich gebe dir einen Rat. Gib Acht auf jedes Zeichen und sei auf der Hut. Denke daran, dass Ägypten und der Pharao auf dich zählen. Eine große Gefahr. Gib Acht auf Zeichen. Sei auf der Hut. Na, jetzt weiß ich ja so richtig gut Bescheid. Toll. Papyrus, es gibt Neuigkeiten. Der Pharao hat uns dreien großzügigerweise erlaubt, schon nach Abu Simbel vorzufahren. Gleich morgen früh. Nur wir drei. Keine Zeremonien mehr, Papyrus. Nein, Teti, nein. Wir sollten nicht vorausfahren. Es ist sicherer, mit dem Pharao und seinem Geleit zu fahren. Ich verstehe dich nicht, Papyrus. Es war doch deine Idee. Du hast dich über langweilige Zeremonien beklagt. Ich habe meine Meinung geändert. Ich bin absolut dagegen, dass wir alleine zu diesem Tempel fahren. Würde unser kleiner launischer Fischer sich dazu herablassen, uns zu sagen, warum? Ich kann es irgendwie nicht erklären, aber ich spüre große Gefahr auf uns zukommen. Ist ja eine tolle Erklärung. Tu, was du willst, bleib hier. Ich jedenfalls werde morgen früh mit dem Hutep losfahren. Gute Reise! Und möge Hapi, der Gott des Nils, euch gewogen sein! Ach, wäre Papyrus doch hier. Wenn Papyrus hier wäre, hätten wir auch keinen Wind. Bei Horus, was für eine Nacht. Ich habe selten so unbequem geschlafen. Schön, dich an Bord zu haben, Seemann. Na sowas, sieh mal an. Und deine bösen Vorahnungen? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ihr mit einem erfahrenen Seemann an Bord viel besser dran seid. Kein Wind, kein Segel. Erste Lektion. Und alle Passagiere müssen rudern. Zweite Lektion. Erinnert mich an einen anderen Albtraum im Hutep. Wo ist Teti? Teti! Bei Isis, was war denn das gerade eben? Ist unser ehemaliger Fischer vom Kurs abgekommen? Das kann ich dir sagen. Während eure erhabene Majestät sich in die Kajüte zurückgezogen hatten, hat ein Monster... Papyrus! Sieh mal, der Bug.
Ich finde, das ist im Augenblick wichtiger. So, noch ein bisschen Firnis und es ist so gut wie neu. Wir sollten auf den Pharao warten, bevor wir das Segel setzen. Na, in diesem Falle muss ich Papyrus zustimmen. Und noch zwei Tage hier bleiben? Nein, wir fahren weiter. Aber das wäre unvernünftig. Die Götter bringen unserer Reise offensichtlich kein Wohlwollen entgegen. Seit wann ist Papyrus in der Lage, die Wünsche der Götter zu deuten? Wie du meinst. Dann fahr allein weiter. Ich befehle dir, mich zu begleiten. Ist das die Tochter des Pharaos, die spricht? Wer sonst? In diesem Fall gehorche ich selbstverständlich, Eurer Majestät. Aber dass mir ja keine Klagen kommen, wenn es irgendwann mal zu spät ist. Des Ramses! Bei Horus! Wo ist der Schatz? Muss ich euch zwingen zu reden? Du hast unsere Götter, deine Pflichten und dieses Heiligtum verraten, Uni. Du hast Ägypten und den Pharao verraten. Einem Verräter habe ich nichts zu sagen. Dein Plan ist fehlgeschlagen, Uni. Nur der hohe Priester Hatik weiß, wo der heilige Schatz versteckt ist. Und Hatik ist geflohen. Uni! Uni! Es kommt ein Schiff direkt auf den Tempel zu. Ich habe drei Passagiere gesehen. Drei Passagiere? Wir werden sie gebührend begrüßen. Keiner zu sehen. Keine Priester, keine Soldaten. Seltsam. Tochter des Pharaos, damit habe ich nicht gerechnet. Prinzessin, welch eine Überraschung und welch eine Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Verzeiht den bescheidenen Empfang, aber so bald hatten wir euch nicht erwartet. Der Pharao kommt in zwei Tagen, wir sind vorgefahren. Bist du der hohe Priester des Tempels, Hatik? Nein, Prinzessin, ich bin nur Uni, ein bescheidener Priester unter Priestern. Hatik ist im Heiligtum, wenn ihr bitte hereinkommen wollt, ich werde euch zu ihm führen. Sag mal, Uni, ich sehe hier nirgendwo Wachen. Wo sind sie? Sie versuchen, umherstreifende Banditen, die die Gegend unsicher machen, gefangen zu nehmen. Halt! Hier ist die Grenze zum Heiligtum. Nur die Prinzessin und Priester dürfen sie überschreiten. Warte, Teti. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist das wieder so eine Vorahnung? Ich weiß genau, was ich tue, Papyrus. Und du darfst nicht mit hinein. Wir müssen uns alle an die Gesetze halten. Wo bist du? Zeige dich! Bei Isis! Im Namen des Pharaos, öffne die Tür! Uni, was hat das zu bedeuten? Verstehst du denn nicht? Du bist in den Händen von Seth, dem Gott und Herrn von Ombos. Du hast Grund zur Freude, O Seth, Herr von Ombos! Die Tochter des Pharaos ist in deiner Hand! Bald wirst du über ganz Ägypten regieren, nur du allein! Und nun nehmt sie fest! Der Grünschnabel gehört dir! Wo hast du dich verkrochen? Hat mein Speer dich erschreckt? Papyrus, Achtung! Hinter dir! Sehr schön, so gefällt es mir. Jetzt reicht's aber! Wirf dein Schwert weg, sonst bleibt dein Freund nicht am Leben. Lass dich bloß nicht von ihm einschüchtern. Es ist zwecklos, sich zu widersetzen. Los, sperrt sie zu den Priestern! Wir sind in eine Falle geraten. Aber was will dieser Uni? Wenn ich nur wüsste, wie wir hier rauskommen. Wir brauchen die Hilfe der Götter. Hört ihr mich? Ptah, Amun, Ramses und du, Re, ihr seid nutzlose Götter aus Stein. Wo ist eure Macht geblieben? Und Papyrus, wo mag er sein? Oh, Nebu,
Du strahlende Göttin, ich bitte dich, uns zu helfen. Lasst Ramses in Rehs Richtung blicken. Was? Wer spricht da? Bei Isis, träume ich oder verliere ich den Verstand? Lasst Ramses in Rehs Richtung blicken. Lasst Ramses, heißt das vielleicht? Lasst Ramses in Rehs Richtung blicken. Verzeih mir, Ramses. Bist du Hartig? Der Hohepriester des Tempels? Ja, Prinzessin. Dieser Verräter Uni ist mit den Banditen im Bunde. Er hat sie letzte Nacht in den Tempel gelassen. Wenn doch nur Horus Ägypten und den Pharao wieder beschützen würde. Nur Hartig, unser Hohepriester, hat es geschafft, Uni zu entkommen. Und nur er alleine weiß, wo der Schatz versteckt ist. Uni ist furchtbar wütend. Ja, doch nun hat er die Tochter des Pharaos gefangen genommen. Also, wo ist das Gold? Ja, gib uns, was du uns versprochen hast. Worauf wartest du, dass der Pharao mit seinem Geleit ankommt? Die Tochter des Pharaos weiß, wo der Schatz verborgen ist. Sie wird schon reden. Es gibt eine wirkungsvolle Methode, sie zu überzeugen. Elende Banditen, es geht nicht um das Gold, es geht um Seths Ruhm. Bei den Göttern! Der Tempelschatz! Welche Pracht! Bedauerlich. Mein Zauber hat also keine Macht. Ihr und Papyrus seid trotz meiner Warnung doch zum Tempel gekommen. Welche Warnung meinst du, hoher Priester? Ist während eurer Reise nichts geschehen? Der Angriff des Monsters. Dann hatte Papyrus doch recht, ihn als Zeichen zu deuten. Ich hab nicht auf ihn gehört. Es ist meine Schuld. Ihr müsst wieder hoch. Vertraut mir. Aber... Vertraut mir, Prinzessin. Tut, worum ich euch bitte. Folgt mir, Prinzessin. Ich habe euch etwas sehr Interessantes zu zeigen. Ich weiß nicht, wo der Schatz versteckt ist, Uni. Doch selbst wenn ich es wüsste, würde ich es dir auf gar keinen Fall verraten. Ich bin sicher, dass ihr eure Meinung ändern werdet. Seht nur. Papyrus! Bei Isis! Das kann ich mir nie verzeihen. Ich hätte dir glauben sollen. Nun, Prinzessin, denk gründlich nach, aber schnell. Lass Papyrus frei, oder der Zorn des Pharaos wird dich treffen. Bringt sie zurück ins Heiligtum. Lasst mich los, ich bin die Tochter des Pharaos. Titi! Titi, gib nicht nach! Papyrus' Leben ist in Gefahr. Gib Uni den Schatz, Hartig. Es ist die einzige Möglichkeit, um Papyrus zu retten. Niemals. Ich lasse nicht zu, dass der heilige Schatz entweiht wird. Denn dann wären die Götter zutiefst beleidigt. Und ihr Zorn würde sich gegen das Volk von Ägypten und gegen den Pharao richten. Papyrus darf nicht geopfert werden. Ich biete Ihnen mein Leben an. Nein, Prinzessin. Das wäre sinnlos. Uni ist kein einfacher Verräter. Er steht unter dem Einfluss von Seth, dem Gott des Bösen und Herrscher von Omnos. Seht, schon wieder. Was können wir tun, Hartig? Folgt mir. Ja, das tut gut. Sie hatte Zeit genug, darüber nachzudenken. Macht auf! O Re, du großer Gott, ich bitte dich, offenbare deine Macht und vernichte die, die diesen Tempel entweihen. Ramses! Ramses! Ich rufe dich an! Ramses! Ramses!
die Götter sind verärgert. Ramses, 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 Ramses. Ramses, Ramses. Papyrus, Ramses wird ihn zerquetschen. Euer Freund Papyrus hat nichts zu befürchten, Prinzessin. Papyrus ist nun in den Händen der Götter, Prinzessin. Ah! Oh, du großer Re! Offenbare uns deine Macht und setze diese Gotteslästerer und Tempelschänder außer Gefecht! Prinzessin Teti und Hatik! Ramses, lass sie jetzt deine Rache spüren! Wo bin ich? Papyrus!
Teti! Imhotep! Was ist mit dir geschehen? Wo warst du? Erzähl es uns. Die Wachen des Pharaos haben die Priester und mich befreit. Wie geht es meiner Tochter? Vater! Welche Freude, dich wiederzusehen! Aber Hartig, du bist hier und lebst! Vater! Hartig ist gestorben, ich habe es gesehen! Verzeiht mir meine unverschämten Worte. Ihr müsst geträumt haben. Ich konnte aus dem Tempel fliehen, als die Banditen angriffen. Und es gelang mir, mich zum Pharao und seinem Geleit durchzuschlagen. So ist es geschehen, Teti. Nein, das ist unmöglich. Wenn Hartig lebt, dann... Dann war all das, was wir erlebt haben, nur ein Traum. Ein Traum? Sieh mal da drüben! Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Bei Isis, er lässt sich nicht bewegen. Ein Traum? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und? Nichts. Wir müssen geträumt haben. Alle beide. Sieh doch mal. Da liegt mein Schwert. Wie ist es da hingekommen? Das ist mir unbegreiflich. Lass uns Ratofa fragen. Er wird es wissen. Und dann sind wir hier aufgewacht. Nun kennt ihr die ganze Geschichte. Ah, dank euch, meine lieben Kinder, ist Ägypten vor einer weiteren Verschwörung von Aker und dem Herrn von Ombos verschont geblieben. Sag uns, und was war mit Hartig? Kannst du das auch erklären? Der große Gott Re ist euch in der Gestalt von Hartig erschienen, um die Entweihung des Tempelschatzes zu verhindern. Aber ich sah Hartig doch sterben. Und Götter sind unsterblich. Die Macht der Götter liegt jenseits allen Verständnisses. Und wie viel von eurem Abenteuer ein Traum war und wie viel Realität, wissen nur die Götter.